Ja, ich denke, dass meine Krippen eine gewisse Besonderheit haben, weil ich jede Krippe so baue, also nicht für mich selber bauen würde. Es ist für mich sehr wichtig, dass sie im Detail ausgearbeitet sind und immer wieder was Neues. Also es ist sehr wichtig, dass sie kreativ sind, dass sie einzigartig sind und dass es Unikate sind. Jeder, wo bei mir eine Krippe kauft, kriegt ein Unikat. Und das ist für mich ganz wichtig, um ganz klarzustellen, wir wollen nicht diese Massenware, wir wollen was Besonderes haben. Diese Krippen hat jemand 20, 30, 40, 50 Jahre, wird weiter vererbt in der Familie und dann muss es einfach was ganz Besonderes, ein besonderes Stück hier sein. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Ja, 2004 hatte ich dann meine erste Krippenausstellung in Wengen im Ortsteil hier von Weidner, auch neben Kleinweiler, und konnte dann im Gasthof meine erste Ausstellung machen. Und gleich bei dieser kamen rund 1.500 Besucher, was mich wahnsinnig gefreut hat, damals so als Newcomer in dem Krippenbereich, dass es doch sehr viele gibt, wo dann Liebe haben zum Detail und auch besondere Krippen ganz einfach in der Vorweihnachtszeit schätzen. Ja, ich habe meine Krippen eigentlich schon ziemlich weit verstreut. Meine weiteste ist in Namibia, das ist also im Hauptstadt von Namibia, in Windhoek. Da ist meine Krippe vor 2 Jahren hingegangen. Habe auch im näheren Umkreis, wenn man das so nennen darf, Wien, in der Nähe von Wien, in Tschechien, in Prag, aber auch hier in Österreich und in der Schweiz habe ich sehr, sehr viele Krippenfreunde, die natürlich durch die Ortsnähe auch gerne mal auf die Ausstellungen kommen. Ja, für mich ist schon wichtig, dass die Krippen sehr stark im Detail gemacht werden. Vor allem, was für mich wichtig ist, ich mag nicht gern irgendwie gekaufte Artikel dazustellen. Das heißt also, ich mache alles an Zubehörteilen zu 90% selber, außer Metallteile. Und schnitze die selber, angefangen von kleinen Rechen über Milchkannen und so weiter, alles aus Holz gefertigt. Oder auch mal kleine Holzschuhe zum Reinstellen. Das für mich ist wichtig, dass im Detail die kleinen Sachen passen. Eine große Krippe, wo leer ist, ist irgendwie tot oder wirkt tot. Und durch diese ganzen Kleinigkeiten und kleinen Zubehörteile, wo ich dazu mache, merkt man natürlich, dass das auch von den Leuten so anerkannt und akzeptiert wird, dass die Krippen dementsprechend besonders ausschauen, sagen wir es mal. Also, ich habe immer so besondere Ideen. Manche halten mich für verrückt, wenn ich in ein altes Radiogehäuse oder eine Milchkanne oder eine Gitarre oder ein Akkordeon Krippen reinbaue. Aber das sind alles Instrumente oder Teile, wo nicht mehr verwendet werden. Und ich denke mir, bevor solche Teile irgendwann mal auf dem Sperrmüll landen, wäre es doch schön, wenn man was draus machen kann. Und so nehme ich auch diese Sachen her, wie Milchkannen, Akkordeon etc., um ganz einfach das Besondere zu machen. Es gibt wieder eine besondere Krippe und dann dieses Teil, wo vielleicht schon abgeschrieben war, hat dann nochmal 30, 40 Jahre in irgendeiner Familie hat Bestand und die Leute freuen sich auch in vielen, vielen Jahren noch über dieses Teil. Und das ist für mich eben ganz wichtig, dass man nicht nur standardmäßig Dach, Rückwand fertig macht, sondern ganz einfach im Detail und vor allem ganz, ganz tolle Unikate herstellt, wo jeder sich damit identifizieren kann. Und auch auf Anfrage kann ich fast überall Krippen reinbauen. Das heißt also, es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, ich habe ein Uhrengehäuse, ich baue mir da mal eine Krippe rein, dann kriegt er eine Krippe. Und das ist für mich ganz wichtig. Also, der Bau von der Krippe ist eigentlich ganz einfach. Ich habe eigentlich immer so zwei, drei Krippen vorab schon in den Kopffedern. Ich brauche also keine Zeichnungen oder Pläne oder irgendwas. Durch diese 32 Jahre, wo ich bereits Krippen baue, weiß ich natürlich die Größenverhältnisse, Figurengrößen zur Krippe. Und dann habe ich was im Kopf, säge die Teile zu, weiß genau, wie die Krippe im Endeffekt fertig ausschauen wird. Was zwar nicht stimmt, aber sie wird dann immer noch ein bisschen verschönert und verändert. Aber im Großen und Ganzen weiß ich jetzt schon, wenn die Krippe abgeschlossen ist, wie die nächste Krippe ausschauen wird. Also an der Krippe hier, nehmen wir jetzt mal gerade diese Größenordnung, da bin ich sicher 60, 70 Stunden dran.